Hi Rasenfreaks! Ein Video habe ich noch für euch. Yeah! Und zwar, es geht um Wartung und Überwinterung unserer Maschinen, unserer Rasenmäher. Da steht schon einer. Yeah! Und wir werden heute noch ein letztes Mal mit dem Sportman kurz mähen. Meinen Abschlag, den habe ich noch nicht gemäht. Das Grün ist gemäht. Die Färbefläche ist gemäht. Sieht echt gut aus. Ja, nochmal, ist jetzt, wir haben heute Freitag. Es war am Montag. Ich habe in meinem Geschenke zu Weihnacht Live-Video, habe ich gesagt, am Samstag. Aber ich habe am Montag gemäht. Heute ist Freitag. Freitag der 27. November. Das Grün habe ich am Mittwoch gemäht auf 8 mm nochmal. Und den Abschlag habe ich noch nicht gemäht auf 16. Der kommt jetzt nochmal mit dem Sportman. Und dann war es das. Es soll jetzt kalt werden ab nächster Woche. Und jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei mit Rasenmähen und mit Rasen. Nicht vergessen, die Höhe zu verstellen. Ich hatte das ja schon oft gesagt, dass ich jetzt nicht auf irgendeine andere Schnitthöhe gehe. Wir bleiben bei 16 mm. Passt. Und mähen einfach weiter wie bisher. Und das Gras sich an gar nichts anderes gewöhnt. Lieber Rasenfreaks, war das jetzt der letzte Cut 2020 beim Rasenfreak? Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, wenn ihr mich abonniert und die Glocke anmacht. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Ja, und wenn es der letzte Cut war, dann ist es jetzt vorbei. Wir machen aber jetzt die Maschine sauber, wir machen die jetzt winterfest und ich zeige jetzt euch, wie ich das mache. Jetzt machen wir eine Sache, die man nicht machen sollte. Trotzdem mache ich es, und zwar Wasser zu verwenden. Wasser ist natürlich Gift für die ganze Lagerung, für die Metalle. Nicht alles ist lackiert hier an der Maschine. Von daher fängt das Metall auch natürlich schon an zu rosten, wenn es nass ist. Ich werde aber trotzdem jetzt einmal hier mit meinem Druckstrahler sogar die Spindel abdampfen,
damit einmal wirklich dieser ganze harte Dreck hier von der Spindel runterkommt. Dann werde ich die Spindel und die ganze Maschine einmal schön mit Druckluft vom Wasser wieder befreien. Dann kommt ein gutes Pflegeöl auf alle Metallteile drauf. Und dann wird das Öl noch gewechselt zum Schluss. Ich empfehle jetzt im Herbst einen Ölwechsel zu machen. Jeden Herbst, einmal im Jahr das Öl zu wechseln. Öl ist das Wichtigste und das Beste für unsere Motoren. Im Herbst, dann steht der Motor in frischem Öl gebadet in der Garage und die Teile werden optimal über den Winter gepflegt. Und im Frühjahr kann man gleich losstarten. Ja, was noch wichtig ist, dass der Kraftstoff altert. Da könnt ihr ein Additiv zur Haltbarkeit des Kraftstoffs, ich habe damit nie wirklich Probleme gehabt, dass der Kraftstoff altert. Ihr könnt auch super Ultimate zum Beispiel von Shell nehmen. Ich weiß gar nicht, wie von Aral heißt. Also ein Kraftstoff mit über 100 Oktan, dann ist da auch kein Ethanol mehr drin. Dann bleibt der Kraftstoff auch frisch. Oder ihr nehmt diesen Aspen-Kraftstoff, kann ich euch nochmal in die Beschreibung reinsetzen. Ein Kraftstoff, der keine Additive hat, der dadurch auch nicht altert. Man sollte dann sinnvollerweise noch den Luftfilter reinigen und sich die Kerze mal angucken, aber mit den Kerzen habe ich eigentlich am wenigsten Probleme. Jo, und das ziehen wir jetzt durch. Okay, das ist eine ganz böse Sache. Möglichst nicht auf die Lagerung halten. Gerade mit Druckstrahlern haut man das Wasser durch die Dichtungen, durch die Lagerdichtungen in die Lagerung rein und ist sie hin. Wenn ihr mit Ölen arbeitet, also ob das jetzt hier so ein Pflegeöl ist oder ob das jetzt das Motoröl ist, dann müsst ihr eine Unterlage nehmen, die das Öl, jeden Tropfen Öl auffängt. Deswegen, ich habe hier meine Motocross-Matte, die ist unten gummiert und deswegen kann man die verwenden. Und jetzt werde ich hier die Maschine einsprühen. Pflegeprodukte. Das berühmte WD-40 habe ich viele, viele Jahre verwendet. Gibt sich sozusagen, ist ein super Zeug, empfehlenswert. Was ich auch sehr gerne verwende, ist ein sogenanntes Werkstattöl. Das ist ein spezielles Öl, das gegen Korrosion sehr gut hilft. Korrosion serviert sogar unter extrem feuchter und salzhaltiger Luft. Von Ballistol, auch ein sehr schönes Zeug, Korrosionsschutz, Konservierung, Reinigschutz, Schmiert, Kontaktspray und Rostlöser. Was ich aber auch sehr schick finde, ist von Vicon, auch eine deutsche Firma, W44T, ein Multispray-Öl. Auch ein Öl, das gegen Korrosion hilft, löst festgerostete Verschraubungen, Bolzen, beseitigt Quietsch- und Knallgeräusche, reinigt verschmutzte Metalloberflächen, hinterlässt einen langanhaltenden, hauchdünnen Film, der nicht schmiert und nicht klebt und keinen Staub anzieht. Das finde ich sehr toll. Also so ein richtiges Konservierungsöl, das man jetzt überall, das mache ich auch, überall raufschmiere. Ich sprühe die ganze Maschine jetzt ein. Dann kommt da ein Tuch rüber im Winter über die Maschine, ein schönes Baumwolltuch, das schön auch luftig ist, dass den Staub abhält und dann ist gut. Wir nehmen dieses wirklich sehr gute Korrosionsschutzöl jetzt hier für die Spindel. Und immer schön vorsichtig. Gerade auf der Schnittfläche kommt ganz schnell der Rost. Und deswegen richtig ordentlich einsprühen. Hier gerade hier hinten, da unten haben wir so ein paar blanke Metallteile, die ich gerne einsprühe. Nicht auf den Riemen sprühen, das ist nicht so gut. Überall, wo
Das blanke Metallfunken kommt manchmal ein bisschen schlecht dran hier. Nicht auf den Riemen sprühen, Andreas. So, genau, das reicht schon. Hier gar nicht so viel. Das sind die ganzen abgedichteten Lagern. So, jetzt nehmen wir ganz vorsichtig und ja, ganz vorsichtig sprühen wir ganz leicht so auf die ganzen Lager und Gelenke ein ganz bisschen Öl. Fertig. So. Und jetzt kommt. Ah, na, da muss ich den rausnehmen. Shit. Da ist ein Pinökel dran. Ah, ich habe noch einen anderen. Mehr sprühen. Ich habe hier noch eine alte Dose. Und da war hier so ein schickes Funktionsteil drauf. Das ist echt cool. Das hat zwei Stufen. Einmal so nach außen und dann und das sprüht jetzt. Sprüht gar nicht mehr. Achso. Okay. Oh shit. Fail. Fail, Andreas. Ah, schade, abgebrochen. Ah, shit. Schade. Na gut. Aber das macht einen schönen Fächer, wie ihr seht. So. Hier auch die Walze. Alles so ein bisschen einsprühen. Auch die Kunststoffteile können das ab. Wunderbar. Da bin ich auch ein bisschen brutal, ich weiß. Da bin ich echt brutal. Hier überall da, wo die. So. Nicht übertreiben. Ich übertreibe grundsätzlich. Nicht übertreiben. Ich übertreibe grundsätzlich mit dem Zeug. Aber das konserviert richtig großartig. Überall in die Lagerung ran. Wahnsinn. Schade, er funktioniert nicht mehr richtig. Muss ich wieder den nehmen. Gut. Sehr schön. So, jetzt noch ein bisschen abwischen. Was ich da noch mache, guck mal ein bisschen vor hier. Was ich da noch mache, ich wische einmal ganz locker dieses Öl wieder ab. Dann verteilt sich das besonders gut auf den ganzen Metallteilen. Oh, dann sieht das richtig gierig aus. Ich finde, mit scharfen Reiniger muss man da nicht rangehen. Öl ist da, finde ich, die beste Lösung. So. Es glänzt dann immer so herrlich. Wunderbar. Den Deckel noch mal einsprühen, ein bisschen von innen. Da sammelt sich auch immer gern der Dreck. Das ist natürlich hier so das Problem. Ne? Hier, da ist der Lachs schon abgeplatzt, großflächig. Also da sollte man tunlichst ein bisschen Öl rausspritzen, damit das Ding dann nicht anfängt richtig zu rosten. Das ist echt doof da. Abgeplatzt. Ach, das ist die Ecke. Das ist die Ecke. Das ist die Ecke, wo hier. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist die Ecke, wo hier der Deckel drauf liegt. Hier ist er auch blank gescheuert. Kann man nochmal richtig Schussöl drauf machen. Und da ist er richtig. Ist der Lack richtig weggeplatzt. Nicht schön.
So, schnell rauf damit. Sehr gut. Edwin. Ja, diese Maschinen werden beansprucht. Das muss man ganz klar feststellen. Das sind natürlich Maschinen, die vor allen Dingen arbeiten sollen. Genau. So. Sehr gut. Sehr schön. Die Walze noch abwischen. Ich lasse dann die Maschine immer noch einmal laufen, damit einmal noch das Öl auf der Spindel sich ein bisschen verteilt. Und da ist ja noch Dreck. Boah. Da ist ja noch Dreck auf der Walze. Oh Mann. Übelst. So. Haben wir was vergessen? Natürlich ganz wichtig und nicht vergessen ist das Untermesser. Das Untermesser rostet besonders gerne. Also auch hier ein richtiges gutes Korrosionsschutzöl. Hallo? Also auch hier ein richtig gutes richtig gutes Schutzöl raufsprühen, damit das Untermesser schön bleibt und nicht anfängt im Winter wegzurosten. Gut. Ja, wenn das noch ein bisschen Öl noch ist. Airfreaks. So, jetzt kommt das letzte. Der letzte Akt. Der Motor muss dazu noch warm sein. Ist er noch warm? Der Ölwechsel. Ja, man sieht schon, das Öl ist auch ein bisschen dunkel, ein bisschen schwarz. Altöldose. Dann am besten die Original Sportman Spritze nehmen mit dem Original Schlauch, die Sportman ja mitliefert, um das Öl zu wechseln und dann reingehen und das Altöl rausziehen. Dabei nicht das Ding aus der Tube rausziehen. So. Und ihr seht schon, wie dreckig dieses Öl ist. Wahnsinn. Wie gesagt, unbedingt auf irgendeiner Unterlage machen. Dann das Öl fachgerecht entsorgen, liebe Spindelmeer-Freaks. Das Öl muss fachgerecht entsorgt werden. Bringt es dahin, wo ihr das neue Öl gekauft habt. Ganz, 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 ganz wichtig. Boah, ist das dreckig. Ist das schon schwarz. Nach einer Saison. Wahnsinn, nach einer Saison. Also, boah, es ist unglaublich. Unglaublich. Da kann man mal sehen, wie wichtig das ist, den Ölwechsel zu machen. Unfassbar. Mit der Schlauch leer läuft, könnt ihr mal abziehen und habt eine schöne Handschutzcreme, wenn ihr hier mit Öl rumschmaddert. Sehr gut. So, boah. Man kriegt nie alles komplett raus, das ist leider so.
Dazu müsste man die Maschine auf den Kopf stellen oder diese Ablassschraube öffnen. Kann man auch machen, man kann die Ablassschraube natürlich öffnen. Dann schmattert euch aber das ganze Öl über die Maschine rüber. Das ist gruselig. Von daher ist diese Methode mit dem Absaugen die bessere. Damit ich jetzt das Öl komplett hier rauslasse, ziehe ich den Schlauch immer ab, damit der Schlauch schön leer fließt. Dann kann man Folgendes machen, das nochmal durchziehen und den Schlauch quasi leer blasen. Ah, jetzt ist er leer. Ja, nee, das ist jetzt gut. So, das ist der Rest. Sehr schön. Schön das ganze Öl rauslassen. Supi. Man kann auch hier so eine Spritze kaufen. Die habe ich mir mal früher gekauft. Auch zum Absaugen des Öls. Die ist so ein bisschen größer. Da kriegt man gleich 300 Milliliter mit einmal rausgezogen. Auch ein sehr schönes Teil. Glaube ich von Alco gab es die. Kann ich euch mal verlinken. Wenn ihr nicht so eine Spritze habt oder so eine fette Spritze, kriegt ihr bestimmt in der Apotheke. Die hat 150 Milliliter. Okay. Bloß nichts da reinfallen lassen in die Öffnung. Auf gar keinen Fall irgendwelchen Dreck in die Öffnung reinfallen lassen. Wenn ich sehe, wie viele Flecken jetzt hier schon wieder auf meinem Teppich drauf sind, dann ist das absolut wichtig und notwendig, dass man hier so eine Unterlage verwendet. Okay. So, wir gucken jetzt noch ein letztes Mal, ob wir auch wirklich alles haben. Ja. Sieht gut aus. Ein ganz kleiner Schwabber hier drin. Okay, gut. So, jetzt nehmen wir neues Öl. Dazu nimmt man in der Regel SAE 30. Schönes, frisches Öl SAE 30. Ob von Castrol oder von anderen Herstellern, völlig egal. Ich nehme jetzt das Zeug hier. Da gehen ungefähr 750 Milliliter rein. Komm, wie schön klar das Öl ist. Traumhaft. Ihr müsst mal gucken, dass der mehr gerade steht, wenn ihr mit dem Ölmessstab die Menge überprüft. Und das Schöne ist, wenn zu viel drin ist, kann man es wieder absaugen. Ja, schönes, frisches Öl. Ach, traumhaft. Es ist so wichtig, die Motoren mit frischem Öl zu versehen. So. Gucken wir mal. Wahrscheinlich schon zu viel. Nein, nicht schlecht. Der steht ein bisschen schräg. Das sieht ganz gut aus. Der steht ein bisschen schräg, ein bisschen nach vorne gekippt. Also er müsste ein bisschen gerader stehen. Egal. So, nur ranhalten, nicht reinschrauben und dann ablesen. Ja, ist halb voll. Wir drehen ihn jetzt mal. Wenn ihr das Öl im Sollbereich seht, dann könnt ihr das erste Mal laufen lassen, den Motor. Kurz laufen lassen, damit das Öl sich nochmal verteilt. Und dann gleich nochmal messen. Auf keinen Fall zu wenig Öl im Motor haben, bevor ihr ihn anschmeißt. Ich habe immer das Gefühl, wenn man da neues Öl reingetan hat, dann laufen die Motoren gleich viel leiser und viel ruhiger. Sie schnurren dann so richtig wie ein Kätzchen. Das ist, also habe ich jedes Mal den Eindruck, dass das so richtig gut tut. Okay, checken wir nochmal. Checken wir nochmal, er steht ein bisschen gerader. Checken wir nochmal. Abwischen. Reinstecken. Kontrollieren. Halb. Kann noch ein kleiner Schlabber rein. Nicht mehr viel. Auch ein bisschen, dass der Motor auch ein bisschen was zum Verbrauchen hat. Aber diese Motoren, die verbrauchen praktisch kein Öl. Uah.
Okay, das ist jetzt hoffentlich, das ist jetzt gut. Nochmal laufen lassen. Jetzt ist definitiv genug Öl drin. Jetzt können wir den Motor auch mal ein bisschen schneller laufen lassen. So, dann. Bitte nicht mehr. Herrlich. Herrlich. So, letztes Mal kontrollieren. Und nicht rumschlabbern mit dem Öl. Ja, fantastisch. Ist genau auf der Hälfte. Gut. Ja, damit ist die Maschine winterfest. Lieber Radentrix, damit ist die Maschine winterfest. Nein, wir haben noch was vergessen. Eine Kleinigkeit noch vergessen. Wir kontrollieren jetzt nochmal den Luftfilter. Die Zündkerze kontrolliere ich nicht. Brauchen wir nicht. Mal gucken, wie viel der Luftfilter gesaugt hat. Links geht es nicht so gut. Das ist der Luftfilter. Und hauptsächlich fokussiert. Der Luftfilter sieht hervorragend aus. Da ist absolut nichts, kein Dreck. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist toll. Ein ganz bisschen ölig. Das hatten wir ja am Anfang, dass da so ein bisschen Öl drin steht. Aber jetzt ist da nichts mehr. Hammer. Hammer. Also, Luftfilter ist super. Damit sind wir durch. Ja, lieber Radentrix. Schönes Maschinchen. Ich glaube, ich muss da schon wieder ein Werbevideo draus machen. Oh Mann. Danke fürs Zuschauen. Maschinen winterfest machen ist vorbei. Die Saison ist vorbei. Und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Macht's gut. Euer Rasenfreak freut sich auf euch im nächsten Video. Tschüss. Einmal dreckig, immer dreckig. Herrlich. Herrlich. Gut.